Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei NickFredZockt F1 2013 im Classic-GP-Modus der 90er Jahre. Und das bedeutet, ja, wir sind auf Brands Hatch unterwegs, müssen hier ein schnelles Qualifying fahren und ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich einstellen soll. Brands Hatch hat schnelle Passagen und hat auch langsame Passagen und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich entscheide mich dafür, auf den Geraden ein bisschen schneller zu sein und langsamer durch die Kurven zu fahren. So. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze hinhaut. Wir sitzen ja im Williams. 96er Williams hier von Damon Hill, der mit dem Auto Weltmeister wurde. Und da habe ich schon zu früh gebremst. Und unser Teamkollege liegt in Führung, so wie es aussieht. So, hier bremse ich mal langsam rein. Und verliere das Auto am Kurvenausgang. Gott, sind die aggressiv, die Karren hier. Ich glaube, da kann ich normal im vierten Gang durchfahren. Ich habe keine Ahnung. Ich bin momentan ein bisschen am Kämpfen. Das Handling ist so irgendwie tutti completti anders wie das, was ich gewohnt bin. Ich glaube, da habe ich auch zu früh gebremst. Ich glaube, wow! Freunde! Was ist das für eine Oh, nee! Ja, das haben wir total verwachst. Das haben wir total verwachst. Was sind wir? Letzter, ne? Ja, sauber. Letzter. Und Villeneuve ist, oh ja, nur 5 Sekunden schneller. Auf Platz 2. Alter Schwede, was denn hier los? Die Strecke bin ich doch schon 1000 Mal gefahren. Kann doch nicht sein. Müsste ich doch hinkriegen. Ja, was soll's. Es kommen noch andere Strecken. Können wir wieder gut machen. Gerade mal gucken. Wo ist ein Knopf 9? Wollen die mich jetzt veräppeln? Ah. Ja, gerade nochmal schnell die Strecke angucken. Vielleicht hilft das ja. Die britische Traditionsstrecke Brands Hatch war schon immer ein Synonym für großen Fahrspaß. Bergauf über die erste Gerade durch die Paddock-Kurve. Eine großartige Rechtskurve. Die Strecke fällt ab und führt dann wieder bergauf. Bleib auf den Curbs auf der Außenseite. Du spürst die G-Kräfte am ganzen Körper. Ja. Zur Druids-Kurve, eine enge 180-Grad-Rechtskurve. Pass auf, dass du am Ausgang nicht das Heck verlierst. Durch die Kurve. Ah, der rutscht aber auch ein bisschen. Kurze Gerade Richtung Surtees. Eine Linkskurve, die dich bergauf auf die längste Gerade der Strecke führt. Du brauchst den ganzen Schwung für die Gegengerade. Also die kann man eigentlich im vierten Gang fahren, glaube ich. Auf dieser grandiosen Berg- und Talbahn spürst du wieder die G-Kräfte, bevor es nach rechts durch die Hawthorns-Kurve geht. Eine schnelle Kurve. Halte dich am Ausgang von den Curbs fern. Weiter in die Westfield-Kurve, eine weitere schnelle Rechtskurve. Dann durch Dingle. Ja, da hätte ich starker bremsen müssen. Die Strecke ist schwer. Die ist wirklich, die ist hardcore, wenn man die nicht so kennt. Links in die Stirlingskurve. Halte das Auto links, damit du möglichst viel Tempo mit in diese schnelle Rechtskurve nehmen kannst. Du landest wieder auf der Start- und Ziel. Ja, halt das Auto links, spricht er. Und geht nach rechts. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie wir das Rennen bestreiten. Hauen wir rein. Kann nur schlimmer werden wie das Qualifying. Aber vermutlich ist das schwer möglich. So, hier vorne steht Menzel. Da Villeneuve. Und da Damon Hill. So, ich mache das so, dass ich anroll, wenn es losgeht. Und dann... Oh, und da sind wir leicht gerutscht. Da habe ich nochmal runtergenommen.
Aber in der ersten Kurve entscheidet sich so ein Rennen eh nicht. Aber in der zweiten Kurve geht's meistens ganz gut voran. Da ist Ivan Capelli, der mir einfach mal vor die Karre fährt. Mann, Capelli, geh doch mal aus dem Weg. Er hat mich hier volle Kanne sabotiert. Wow. Wow, ey Leute. Wow. Ey, das gibt's doch nicht. Ich kämpfe hier wie ein Bekloppter, um die Karre auf der Straße zu halten. Was ist mit dem Auto los? So kenne ich das aber nicht. Der rutscht wie Hund hier überall durch die Kurven. Ja, von wegen, im vierten Gang kann man da durchfahren. Im dritten fliege ich schon von der Strecke. Alter, ich habe so Probleme in den Kurven überhaupt mal die Linie zu halten. Aber das gibt's doch nicht. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Boah. Höllenritt, das liegt an der Strecke, nicht am Auto. Ohne Witze, ich habe da ja mit dem Lotus schon so gekämpft. Im 80er Jahre Grand Prix. Da habe ich ja auch nichts auf die Reihe gekriegt. Alter, geh doch mal da lang, wo ich das gern hätte. Und wieder voll über die Wüste. Hey, wisst ihr, ich lenk gar nicht so stark ein. Der geht voll über die Wiese. Und hier lenkt er nicht ein, da wo ich es bräuchte, ja? Das ist zum Kotzen, ist das. Entschuldigung, wenn ich das sag, aber. Das Auto vor mir kann doch nichts. Der hat doch die komischen Rillenreifen. Der hat doch gar keinen Grip. Der müsste durch die Kurven schleichen, ganz anders wie ich. So, da sind wir mal einigermaßen durchgekommen, wenn es auch nicht gut war, wie ich da durchgekommen bin, aber wir sind durchgekommen. Und wieder übers Grün, ey, das ist doch so zum... Wenigstens habe ich in die Runde mal ein bisschen auf der Strecke gehalten. Aber die vorne sind weg. Ich glaube, 8. Platz. Alter Falter, ey, geht mir diese Strecke hier gerade auf den Keks. Und das ist noch eine von den Strecken, wo ich gedacht habe, die könnte ich einigermaßen.
Ja, und da geht's dann wieder ab ins Kiesbett. Ich habe sogar per Hand runtergeschaltet, während ich gebremst habe. Da fährt er mir hinten rein, weil ich gedacht habe, ich fahre mal langsamer durch, damit ich sie mal krieg, ausnahmsweise. Boah. Drei Kreuze im Kalender, ey, dass wir da Achter wurden. Alter Schwede. Was denn das für eine Strecke? Das ist kein Wunder, dass da heute kein Formel 1 mehr gefahren wird. Da fliegt sie ab. Ja, Villeneuve gewinnt das Ganze mit, schnellste Runde, eine Sekunde schneller. Und das hat dann 16 Sekunden im Gesamten ausgemacht. Alter Falter, bin ich platt. Ey, mir fallen ja die Arme ab. Unglaublich. So, jetzt hat der natürlich Mods Punkte gemacht. Da sind wir dann noch auf Platz 2. Teamwertung sieht gut aus. Einer punktet ja scheinbar immer. Tja. Ich glaube, wenn ich jetzt fortsetzen drücke, geht's direkt weiter und deshalb sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es bei mir gerade mal nicht so geflutscht hat. Ich denke, da haben wir noch Strecken dabei, wo das Ganze ein bisschen besser wird. Boah, meine Arme fallen mir gerade ab. Ich habe keine Ahnung, warum. Das Auto fährt sich auf der Strecke zumindest bei mir wie ein Amboss. Muss ich mal gucken, wie das auf anderen Strecken ist. Vielleicht hätte ich mehr Flügel fahren müssen. Kann natürlich sein, ne? Dass ich dann schnell durch die Kurven gekommen wäre. Vielleicht war ich ein bisschen zu optimistisch, was die Geschwindigkeit auf dem Geraden angeht. Naja, wie auch immer, ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, der Nick frei zockt F1 2013 im Classic-GP-Modus mit der 90er-Jahre-WM im Williams FW18B von Damon Hill aus dem Jahre 96, glaube ich, war das. Genau. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.